den ich mir das wirklich antun. Es ist echt, also. Wollen wir das wirklich machen? Okay, weißt du was? Wir machen uns. Also, wir analysieren Dinge, die wichtig waren. Okay, aber die Ints, die müssen wir nicht unbedingt analysieren. Okay? Da gibt's nicht so viel zu analysieren. Also. Fangen wir beim Draft an. Das, was OP Energy gemacht hat, war tatsächlich für uns predicted. Kha'Zix Kane Nocturne. Wir hatten in der Vordiskussion überlegt, ob wir vielleicht Shyvana bauen. Haben uns dagegen entschieden. Und jetzt sind wir in folgender Situation. Die haben basically 4 Champions von mir gepickt bzw. gebannt. Elise, gutes Matchup into Shyvana. Aus 2 Gründen. Du kannst sie early pressuren, du kannst early für die Teammates pressuren, du kannst easy diven, du kannst alles machen, was du willst. Ne? Du kannst legit alles machen. Und Nummer 2 ist, im späteren Verlauf hast du relativ gutes Counterplay gegen Shyvana. Du kannst theoretisch, also wenn du sie stunst, wird sie one-shottet, du kannst ihren Feuerball dodgen und dann einfach auf sie ehen und sie one-shotten. Also es ist gutes Matchup, gutes Counterplay und early pressure. Gut. Deswegen, ne, ich dachte, ja, let's get it, Leute, Elise. Noch mit dem Katus. Kata ist auch fein gegen Shyvana, ja. Wir hatten hier schon eine Diskussion, ob wir Kalista gehen wollen. Ich persönlich wollte das nicht. Aber wir haben gesagt, es ist okay. Weil so haben wir eine Win in the Botlane. Immer mal wieder darauf gesehen, aber so früher haben wir den Pick noch nie von ihm gesehen. Ja. Was machst du daraus? Die Gegner picken Wukong und jetzt passiert etwas, was uns halt komplett confused. Wir sehen Shyvana, wir sehen Qiyana, wir sehen Wukong. Okay? Und für uns war es eigentlich sehr eindeutig, dass der Wukong Toplane gehen wird, weil die haben Midlane und Jungle schon gepickt. Und Wukong Botlane ist nicht gut, dachten wir, ohne Senna. Wir haben ja auch deswegen Senna gebannt. Okay. Und deswegen konnten wir einfach den Wukong mit Malphite. Malphite ist auch gut gegen die anderen beiden. Und wir dachten, ja, let's get it. Ne? Wir haben in der Topside, wir können noch die Qiyana countern. Kalista gewinnt Botlane sowieso. Wir haben basically 3 winning lanes, dachten wir jetzt, weil wir Malphite picken. Pick Malphite, dann die Counters zu Malphite trotzdem, weil wir uns nicht hundertprozentig sicher sind. Ob die vielleicht Wukong Yumi spielen. Aber wir dachten uns, das ist. Also die hier, ne, Sylas und Mordekaiser sind nicht. Also, das sind die besten Champs, die sie picken können gegen Malphite. Und ich glaube im Nachhinein. Sylas ja, Mordekaiser vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht war es fein. Ich meine, mit dem Fiddle hat keiner gerechnet, ne? Auf jeden Fall, die picken dann, wir dachten, die werden für Yumi Wukong gehen. Was, glaube ich, tatsächlich eigentlich keine gute Lane ist. Deswegen hatten wir auch nicht so viel Angst davor. Was sie stattdessen gemacht haben, was sehr smart war, meiner Meinung nach, ist, die sind Ashe Wukong gegangen, mit Ashe Support. Ist natürlich trotzdem eine losende Lane, aber Ashe als Champion ist extrem gut gegen Kalista, ist extrem gut gegen Elise und ich glaube, Ashe ist gerade einfach sehr gut. Und er pickt Fiddlesticks, ne? Sehr, 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 sehr gut gegen Malphite. Malphite hat überhaupt keine Chance gegen Fiddlesticks, muss alles abgeben, muss unterm Tower farmen und wir haben Last Pick für Support, das heißt, wir sehen jetzt, okay, es ist höchstwahrscheinlich. Also wir dachten uns, zu dem Zeitpunkt, es könnte Fiddle Support sein oder es könnte Ashe Support sein. Wir waren uns nicht sicher. Wir dachten uns, Nautilus ist gut gegen beide und wir brauchen Engage. So, und ich glaube, wenn ich mir diesen Draft ansehe, dann wird das für uns super schwer fallen, das Spiel zu spielen. Weil wir haben Top Lane. Hard losing Matchup, das heißt, wir spielen auf der Topseite 4 gegen 5. Malphite wird permanent unterm Tower gepusht. Wir haben ein Jungle Matchup, das sehr gut für uns ist im Early. Das heißt, da haben wir theoretisch Playmöglichkeiten. Wir haben eine Win in der Midlane und wir haben eine Win in der Botlane. Das Problem ist bloß, dass unser Toplaner permanent reingepusht wird, okay? Und
Das sieht man auch im Game, dass das für uns halt ein Problem sein wird. Aber wir machen das zu einem größeren Problem, als es sein sollte. So, springen wir ins Game rein. Das Ding ist auch, ich persönlich denke, wir werden outscaled, aber so richtig hart. Actually, das ist halt eine Diskussion, die wir hatten, auch im Nachhinein. Glaubt ihr, wenn wir die Dragons droppen, early, weil wir die Dragons theoretisch nicht contesten können, weil die Gegner die ganze Zeit den Top-Lane-Move haben, glaubt ihr, wir gewinnen das Spiel, wenn wir even oder ein bisschen behind sind later? Glaubt ihr, wir gewinnen die Teamfights gegen die gegnerische Teamcom? Nein, ne? Ich war der Meinung, never ever. So, ich war der persönlichen Meinung, diese fünf Champions gegen unsere fünf Champions, das ist ein, also entweder gehen wir jetzt 2-3k Gold ahead im Early, oder wir haben verloren. Dachte ich mir. Deswegen, also ich gehe halt mit diesem Mindset rein, dass wir nicht outdrafted, aber, also, dass wir Schwierigkeiten haben, das Spiel zu spielen. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil die outrangen uns mit Ashe, die outrangen uns mit Shyvana. Wir haben einen richtig, richtig guten Engage. Sehr, sehr guten mit Malphite, Yasuo und theoretisch Kalista, Yasuo und so. Es ist nicht so, als wenn wir einen Target killen müssen und dann haben wir den Fight gewonnen, ne? Die Gegner haben so viele Dinge, die machen können. Und der Fiddle war halt ein Riesenproblem. So, Was ich aber gerade der sehr Early krass Plan finde, ist. es ist eine Support Ashe. Also erstmal bevor wir hier darüber reden. Wir haben. Ich glaube, die gegnerische Botlane hat gefake-leashed. Und ich war mir relativ sicher, dass er Red anfangen wird. Und deswegen kommt auch direkt mein Call. Okay, Leute, wir diven Level 3 Es ist Toplane. eine Ashe, die als Botlane. Support-Item startet und diese Kairos Item called jetzt schon. Ich werde keine Prior haben. mehr Sinn, weil du Ihr müsst aufpassen wegen TP. setzen musst. Finde ich ist Dann ist der ein Support, Call. der das halt so ein bisschen Okay. Also wir forcen den Dive trotzdem. Muss im Prinzip Und wenn er TP'd, gehen wir raus. der Unterschied ist Ne, natürlich, dass durch das ist der jetzige Call. Intelligenz, sage ich mal, durch die Seelen und so weiter ihren Nachteil Unsere Botlane erreicht. pusht die Wave sehr langsam, ne? Sehr, sehr Relativ gut. wenig Damage. Also Ashe kann auf jeden Fall Ich glaube, die nicht Wave ist ein wirklich bisschen zu eine schnell. Senna auf Support anbringen könnte. Aber wir hatten es ja gerade schon angesprochen, gegen Gale Weil. wirst du nicht zum Autotacken kommen Ich. als AD Carry. Von daher ist es Okay, das tatsächlich Problem sinnvoll. ist, diese zwei Minions hier, die crashen. Ich weiß nicht, ob sie gleich in den Tower crashen, aber ich glaube, wir pushen so schnell, dass diese zwei Minions sterben, die bekommen hier Level 2. Das macht im Großen und Ganzen, glaube ich, keinen Unterschied. Bild aussieht. Außer, TBR ist natürlich dass die jetzt hier jetzt gleich Level unschlagbar, 2 weil du bekommen, halt ne? einfach nicht Genau. durchspammen willst. Und damit kannst du ab Level 6 natürlich potenziell in diesem Mid-Game, Early-Game-Faktor so ein bisschen mehr eine Rolle spielen und vielleicht für Catches sorgen, um es Unicorns hier etwas schwerer zu machen. Agarun aber erstmal auf dem Weg zu einem eventuellen Level 3. So. Tatsächlich laufe ich jetzt hier rein, ne? Die Wave ist ganz okay. Wir wissen, Fiddlesticks kann TP'n. Kairos callt das. Ich habe gesehen, Shyvana ist hier irgendwo. Ich habe tatsächlich die Shyvana nicht genau gesehen, weil, also, ich habe sie für eine halbe Sekunde gesehen. Ich habe auf Tab gedrückt und okay, Shyvana ist Level 2 gerade hier irgendwo gewesen. Die ist direkt wieder rausgegangen aus Vision. Und, ich sage, die Shyvana kann hier nichts machen beim Dive. Das heißt, wir machen diesen Dive und gehen aber raus, sobald die TP'n, ne? Und im Nachhinein, ich finde, der Call ist gut. Ich würde das nochmal so machen. Ich würde aber sagen, wir müssen. Sogar. Also, ich nehme den falschen Weg raus. Und Kane ist in der Nähe. Ja, Kane ist in der Nähe, Ne? aber er weiß ja auch selber, So, das Ding ist so, die Teamfight mit TP'n. Shyvana Early jetzt aber früh der Team. So, Fehler Nummer 1 von mir, hundertprozentig. Ich laufe rechts in den Fiddle rein. Ich habe nämlich gedacht, wir können vielleicht auf Fiddle turnen. Ist das ein Level 3 Fiddle? Er hat ja leider Aftershock. Wir haben ja so einen Move, ne? Das heißt, diese ganze Situation ist ein 4 gegen 4. Ich meine, Qiyana kommt am Ende auch dazu, die ist später, aber tatsächlich ist diese ganze Situation relativ gut für uns. Da geht's schon früh rund. Rocklo ist da und will natürlich rein in die Masse. Wird hier gestunt, aber Aber wir First kriegen den Blood Fiddlesticks nicht tot, ist ne? Das ist das Problem. Flash raus, Der überlebt mit einem HP. Ignite-tutet ihn nicht. Sofort kommt das Und wir sind Sentinel hoch. basically instant Sofort doomed am jetzt, Start. ne? Also, eben. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, weil ich den falschen Weg gehe. Ich sollte wahrscheinlich links langlaufen, mit dir in Envy rein. Und was dann passiert ist, wir kriegen instant den TP. Dreamer und Venza können hier nicht sterben. Und das war's. Top Lane ist gewonnen. Mid Lane ist gewonnen. Mid Lane hat eine schlechte Wave. Also Diplex hat eine schlechte Wave. Ich krieg jetzt die Skalle. Ich kann die Ansichtsskalle nehmen. Ich kann diese Gromp contesten. Ich kann alles machen, was ich will. Instant. Ich kann vielleicht sogar Raptoren nehmen. Ne? Und stattdessen haben wir zwei Kills bekommen. Wir haben fast alle Summoners geburnt. Und. Puh. Tritt hier einfach geschlossen Genau. Wir haben
den TP erwartet, wir haben aber den TP nicht hinter uns erwartet. Das war das Problem. Und der TP hinter uns hat uns komplett gefuckt, weil der TP an den Turret hätte absolut gar nichts gemacht, ne? Der TP an den Turret hätte uns alles gegeben, was wir wollten. Und deswegen haben wir das ja auch so gecallt. Und dann aber TP da halt hinter uns und das war unerwartet. Wir können das trotzdem, also ich muss einfach den anderen Weg gehen und dann ist der TP trotzdem gewastet. Ja. Okay, und jetzt passiert etwas, was ich halt, was passiert, also jetzt passiert etwas, was einfach, Fiddle ist einfach fucking weirdo. Weirdo Champ, ich bin nicht daran gewöhnt, gegen Fiddlesticks zu spielen. Ich gehe jetzt erstmal für die Top-Kappe. Aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber Fiddlesticks, actually, Moment, das ist gerade abgelaufen. Ich dachte, Fiddle hat mich mit seinem Ding da gesehen. Vielleicht sollte ich auch einfach laufen, ich weiß es nicht. Viel zu spät da, also irgendwie kannst du keinem Zeitpunkt in diesem Fall irgendwie den Unterschied machen. Das heißt, es ist sogar eine Überzahlsituation gewesen, die ganze Zeit. Jeder Argo in einem Ein. Ach, das hat man gar nicht gesehen, ne? Ich hatte die Topkappe genommen und wollte danach den Grom invaden. Sehr guter Start hier für OPG und ja. Ich wurde wieder gecatcht. Jeder Argo in einem 1 gegen 2 und da weiß er selber auch, da kann er gar nichts machen. Kane jetzt auch noch. Ich hab halt nicht gedacht, dass Kane tatsächlich direkt instant resetten geht, sondern ich dachte, Kane wird entweder unsere Jungle-Zeit, Jungle-Camps Topset nehmen oder weiter jungeln. Raptoren und Wölfe, bla bla bla. Und ich dachte, ich kann die Grom wegnehmen. Hab ich ihn falsch eingeschätzt? Der ist einfach direkt zu dem Grom gekommen. Ich meine, das Ding ist halt, er spielt nicht Shimano so, wie ich das spielen würde. Er spielt ultra ineffizient. Aber das ist halt leider. Ne, es funktioniert, weil er mich permanent catcht mit seinem Fiddlesticks basically. Mit einem Goldlied arbeiten muss, um so wirklich effizient zu werden. Also richtig, richtig guter Start für die Unicorn, für Innoji natürlich. Und jetzt müssen sie natürlich schauen, wie sie das Ganze stabilisieren können. Weil auch wenn Agurin jetzt zweimal gestorben ist, ich denke nicht, dass sein Tempo. Okay. Hier nächstes Play. Rockler hat wieder Move aus der Top Lane. Gankt Envy. Ich glaube, Envy ist tot. Der Flash ist komplett bad, meiner Meinung nach. Ich glaube, er muss rechts lang flashen, aber vielleicht ist es fein. Wir gehen hier auf Rocklo. Rocklo stirbt. Und wir sehen jetzt, okay, die machen den Dragon. Und für uns ist dieser Dragon. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie ist dieser Dragon Int von OP Energy, okay? Weil die sind gerade im Pit. Die haben Shyvana, Ashe und Wukong. Die sind extrem schwach gerade. Ich glaube auch, dass dieser Dragon Int ist von denen und ich glaube auch, dass wir das hier contesten sollten. Ich glaube bloß, dass unser, also so wie wir das spielen, extrem bad ist. Und zwar, also ich gehe halt ran zum Stealen und ich krieg ihn auch. Ich glaube aber nicht, dass Dreamer und Kerberos wirklich, also das Ding ist, der Call ist, okay, kill Shyvana, right? Aber guckt euch mal an, was passiert. Wir drei nehmen alle Ultra Free Damage, einfach nur um die Shyvana zu töten, was einfach dumm ist. Also Wukong hittet gerade, Ashe hittet uns gerade und wir ignorieren die einfach, ne? Das ist das Problem. Ich glaube, wir sollten einfach auf Ashe gehen. Ich gehe, glaube ich, einfach Stealen probieren und dann gehe ich irgendwie auf die Pflanze oder wo auch immer hin oder was auch immer ich mache, ne? Vielleicht sterbe ich auch einfach und dann ist es ein 1-4-1 und wir haben einen Dragonsteal. Aber stattdessen muss Venza hier 1 gegen 2 spielen, weil wir drei halt reinkommitten. Wir killen zwar die Shyvana. Und jetzt sind wir im Pit. Und ich glaube, der Fight ist instant lost, weil die Ashe macht, was sie will. Ne? Die steht da hinten und denkt sich nur, oh, lol, ich chill mein Leben, ich rechtsklick einfach nur. Ne, wir haben keine Spells mehr ready. Ich hätte wahrscheinlich rüber ehen sollen. Ich glaube, wenn ich hier rüber ehe, dann, was dann passiert, ist, dass wir wahrscheinlich KXNG noch töten und dann stirbt Kerberos auch nicht mehr. Weil dann kann Kerberos, also dann sind wir zu zweit hinterm Pit und dann können die wahrscheinlich auch nicht mehr flashen. Aber, also mechanically war das ultra scheiß von uns gespielt, beziehungsweise, also wir haben nicht wirklich realisiert, wie unwichtig das ist, diesen Dragon abzugeben. Und, to be honest, das Game ist einfach over jetzt. Also, wir sind jetzt 3000 Gold behind und an dem Punkt heißt es einfach nur noch, okay Leute, wir probieren die Gegner zu catchen, wenn die Gegner hinten gewinnen wir das Game, wenn nicht, dann haben wir eh verloren.
nicht erwartet. Holy moly, also InnoG legt hier ein Tempo an den Tag und beantwortet die Playversuche von ihm richtig unter Strom. Wie viel davon ist Zufall? Ich glaube, davon ist... Ich glaube nicht, dass die Shyvana hier nach oben gegangen ist mit dem Sinn, Elise wird hier sein. Da bin ich mir relativ sicher. Quote erfüllen, was Bad Jokes angeht. Kann ich verstehen. 3000 Gold ist schon vorn. Wir haben okay, nächstes Play, die invaden meinen Red Buff. Ich meine, das Ding ist, man sieht das die ganze Zeit gar nicht, ne? Hier, Phil hat wieder Move und Midlane hat Move und ich kann nicht wirklich... Das Ding ist, es ist halt eine Shyvana Level 5, das heißt, sie macht nicht wirklich irgendwas. Es ist einfach, Toplane hat Prio und ist auch schon Level 6 und ich respektiere das nicht und sterbe wieder. Und jetzt heißt es, wir sollten, also ich meine, das Ding ist, es ist immer noch unser Ziel hier, einfach Catches zu bekommen. Das Problem aber, was wir haben, ist, oder was ich habe, ist, die benutzen die ganze Zeit Ashe Ult, okay? Fiddle kartet die ganze Zeit den Topside-Jungle und Ashe benutzt die ganze Zeit ihre Ulti hierfür, ihre Vision. Zeugs da hierfür. Das heißt, die wissen permanent, wo ich bin. Alles, was ich mache, ist predicted, ne? Und das Einzige, was ich gerade wirklich kann, ist Gegner Raptoren invaden. Ich weiß, dass Shyvana Topside ist, aber auch hier... Ja, Diplex kommt einfach und tötet mich. So, es ist einfach... Ich kann legit nicht spielen nach dem Early. Aber das ist halt wichtig, dass Agorin auch trotz dieses Katastrophenstarts weiterhin proaktiv bleibt und sich jetzt nicht ja, in seinen Jungle verschanzt. Das, was K macht, ist halt tausendmal nützlicher. Also der nimmt gerade den Herald und die Blades sind... Ja, okay. Er muss nicht mal ulten, ne? Ja, das ist wie, als wenn du eine Spinne jagst mit einem Staubsauger. Die geht da einfach rein. Ich revidiere mit der Schätzwort. Ich meine, sie hat nur Tiamat, nicht mal geultet. Nötige Vision, um da... Eventuell der Herald war tatsächlich komplett terrible für die. Wir kriegen einen Catch auf Ashe, glaube ich, hier. 600 Gold tatsächlich, ziemlich juicy. Das ist ein kleiner Comeback. Wir kriegen nicht wirklich viel mehr. Der nächste Dragon ist ab. Ich glaube, den geben wir. Genau, den geben wir. Oder, warte, geben wir den? Ne, wir geben den gar nicht, ne? Nee, wir geben den gar nicht. Ich weiß gar nicht, fangen wir den an? Oh, wir haben actually angefangen. Das Ding ist, in welcher Welt können wir gerade einen Fight gewinnen? Wir sind 3000 Gold behind und wir wollen den Dragon im Pit anfangen gegen Wukong Ult, Qiyana Ult, Shyvana Ult und Fiddle Ult. Das Ding ist, ich glaube, wir haben in dem Fight, also da haben Malphite und Yasuo echt viel Arbeit geleistet. Die wollen das nicht einfach hinnehmen. Sind aber in keiner guten Position. Jetzt geht's rein. So, Wukong geht rein. Ich eh auf seinen Klon. Malphite und Yasuo, die gehen auf die Backline, was echt gut ist, ne? So, Shyvana flasht raus. Emily kriegt einen Kill auf Shyvana. Und das Ding ist, Rocklo macht legit währenddessen 1 gegen 3 auf der Backline, ne? Also wir können legit nichts machen gegen Rocklo. Das ist insane, wie tanky dieser Typ ist. Dafür, dass er nur Spiritwischer, also ich meine, ich mache halt keinen Damage. Theoretisch sollte Venza ihn damagen können, aber auch er macht keinen Damage an ihm. Und der Fight ist instant lost, ne? Ich meine, das ist halt wahrscheinlich, weil wir so ein riesen Dings, weil wir so behind sind. Gold zu weit vorne, die können jetzt aufräumen. Der ist dann nochmal da und da muss man sich wirklich fragen, warum ist denn hier der Drachencall bei Unicorns, wenn man so weit hinten ist? Ja, sie hatten mehr Tempo, also haben versucht, sich da wenigstens irgendwie eine Win zu machen. Das ist halt, das Game ist schon längst over, Leute. Das Game ist schon längst over. Direkt nach dem Dragon ist das Game tatsächlich einfach over. Und das ist halt eigentlich ein Tank, ne? Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie jetzt... Er hat ein volles Item, das Ding ist, Spirit Visage gibt halt... ich meine, für Fiddle, schätze ich, gibt es trotzdem etwas, ne? Unsere Idee hier jetzt ist, Yasuo in Fiddle reinzutun. Und Malphite in Qiyana rein. Ich glaube, für uns ist es tatsächlich... Daran hätten wir früher denken sollen. Über den Wukong, über Fiddlesticks, auch die sehr leicht outplayen. Du hast die Yasuo Wall, du hast im genau, die gehen für Toplane Tower. Qiyana von Wukong, alles sehr... Sleeflex zieht sich hier zurück, weil Unicorns of Love gerade alle in der Mitte die Konsequenzen... ...noch gute Vision-Kontrolle, der 4 ist da und... Genau, Envy take a dive, ne, also tatsächlich ohne Minions. Also das Ding ist halt, Yasuo hat nicht so viel Counterplay, glaube ich, gegen Fiddle. Deswegen ist, wir wussten, dass er das macht, aber wir dachten nicht, dass es funktionieren wird. Ohne Minions, aber Fiddle gibt einfach gar keinen Fuck. Der braucht den nur angucken, dann ist der halbiert.
Teleport von Kerberos ebenfalls raus. Jetzt noch ein Herald zu haben. Das Ding ist, Spirit Physics ist zwar ein MR-Item, aber das ist halt trotzdem. Es gibt ihm HP und das ist. Gibt ihm Regeneration, weißt du? Wir können die gegnerische. Also wir können diesen Push nicht aufhalten. Wir haben es trotzdem probiert, was ein dummer Fehler ist. Actually, ich erinnere mich hier. Ich habe gesagt, falls Kiana ranläuft, können wir die stunnen. Also können wir die one-shotten. Kiana ist ein bisschen zu früh gegangen. Ich war noch nicht in der richtigen Form. Deswegen sterben wir da gerade. Sonst hätten wir hier 1000 Gold-Shutdown bekommen. Ich glaube, ich wäre trotzdem gestorben, aber ich glaube, wir hätten da einen clean One-Shot bekommen. Auf Diplex. Das haben wir misplayed. Genau, inzwischen sind wir da sehr, sehr, sehr behind. Ich meine, unsere Botlane hat tatsächlich einen 1 gegen 2 Kill bekommen, immerhin, und den Tower. Weiter zu snowballen. Es geht gegen Lilip, aber man weiß nicht, dass Kane dann da ist. Der Damage gegen Arguin Flash ist raus. Der Arrow fliegt und gerade so nicht getroffen. Arguin. Ich weiß gar nicht, komme ich hier raus? Ich glaube schon, ne? Ja. Chaos ist gleich wieder Ult. Ich glaube, wir turnen, ne? So auch hier habe ich kurz gesagt, er soll warten. Und dann ist er zu früh reingegangen. Aber genau, Lilip hat geintet. Das heißt, wir kriegen trotzdem unseren Kill. Ja, ich wollte hier auf Shyvana gehen. Da wurde ich einfach getötet von Shyvana E. Oh. Wow. XD. Der Shyvana, der war Invis, oder? Zumindest für uns. Da hat's actually, ich hatte Shyvana E auch nicht gesehen, by the way. Die kriegen den Dragon. Ja, was wir können immer noch nichts machen, ne? Wir können immer noch nicht wirklich irgendwas machen. Das Einzige, was wir machen können, ist hoffen, dass die Gegner hinten. Und das ist auch tatsächlich was passiert hier. Diplex facecheckt nicht. Ich remove sein Edge of Night, ne? Mit meinem Smite. Krieg einen Stun rein. Und das ist eigentlich ein relativ guter One-Shot. Schön auf Envy. 1000 Gold. Das war richtig juicy. Bringt uns natürlich nicht ins Game zurück. Aber das ist der Anfang. Rein ins Repel. Rocklo kommt von oben noch mit dazu. Kann hier vielleicht nochmal den Weg. Soweit abschneiden, Kane bekommt Arguin, jetzt Envy mit der Ultimate. Der 4 von oben. Gibt's okay, wir kriegen noch den Kill. 2 für 1. Das ist auch okay. Oder sie versuchen einfach. Das Problem ist immer noch einfach, wir haben eigentlich einfach keine Chance, right? Wir sind einfach zu behind und die Gegner stehen komp ist einfach so ätzend für uns. Gute Win von Envy, ja. Deswegen haben wir noch einen Kill rausgeholt. So, Diplex engage auf mich. Ich habe es tatsächlich geschafft zu dodgen und auf den Fiddle zu ehen, aber im Endeffekt, ne? Ja, wir killen tatsächlich die Kiana, aber im Endeffekt guck ich diesen Fiddle an. Er ist legit 1 gegen 5 im Team und tötet mich. Es ist, also. Und wir können einfach nichts machen und dann kommt irgendwann einfach die Shyvana zu und wir haben. Ne? Also jetzt kriegen wir den Nash und das Spiel ist tatsächlich also durch. Jetzt ist das Spiel wirklich durch. Ich glaube, wir haben keine Option mehr. Das ist halt wirklich kein Anti-Heal. Ich glaube legit nicht, dass Anti-Heal so viel Unterschied macht. Ich glaube, Fiddle ist so oder so ein Killer. Guck dir bitte seine Items an. Der Typ hat irgendwie 300 Armor und MR, wenn der Aftershock prockt. Weißt du? Ich glaube legit. Das Ding ist, Fiddlesticks ist einfach komplett broken, wenn er eine Free Lane bekommt. Er bekommt auf jeden Fall immer eine Free Lane gegen Malphite. Und dann haben sie direkt beendet, ne? Ja, das war's. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die extrem schlimm war, und das war der Dive und dann der Dragon. Und die haben wir beide komplett missplayed und dann war das Game over. Das ist eigentlich alles gewesen. Ich glaube, ich persönlich denke, wir hätten auf jeden Fall anders draften sollen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht unser Stil, so zu draften. Und ich persönlich fand, der Phil hat komplett online gemacht. Also, der hat halt alles, was wir gemacht haben, komplett gecountert, ne?